Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EvoTK.tv zu einer neuen Folge von WWE 2K17 My Career und wir sind bei Raw, der letzten Raw-Sendung vom Pay-Per-View Money in the Bank. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Vor allem kommen wir jetzt so langsam auch in die Situation hinein, wenn wir bei Money in the Bank den Titel verteidigen, dass uns wohl jederzeit blühen kann, dass der Gegner seinen Money in the Bank-Koffer einsetzen könnte. Aber soweit ist es ja noch nicht. Heute erstmal eine Promo mit Dean Ambrose und das Match gegen Brock Lesnar. Ich würde sagen, wir legen los. Moment, erstmal den Main Event und ganz am Anfang die Werbung bzw. die Promo mit Dean Ambrose. So. Also bei Raw. Forget about all that other nonsense. Right now it's time for Raw. And we're live from the Queen City of Cincinnati. If you even think about changing that channel, you'll regret it. Stay tuned. Dann schauen wir mal. Oh, Ambrose kommt zuerst. Und richtig Fahrt auf hier. Kommen so langsam Sequenzen, die hatten wir vorher in über 120 Folgen nicht. Bestimmt dank Dean Ambrose. Was sagt er dann? Hallo, wie geht's euch allen heute? Das ist toll von meinen Fans, Lukas. Ist genau das, was ich hier vor, keine Ahnung, wie viele Folgen war es, vor 3 oder 4? Habe ich genau das gleiche gesagt. Deswegen lese ich das jetzt nicht vor. Müsste ich jetzt eigentlich kommen, oder? Ja. Der Top-Heel. Aber schön zu sehen, dass Dean Ambrose irgendwie seinen Face-Status auch nicht hochbekommt. Also bin ich da nicht der Einzige. Da ist er. Ich tippe ja, das gibt hier eine Schlägerei nach dem Match. Nach der Promo. What could this be about? Oh, this should be good. This could honestly be about a few things. Let's find out. Yeah, let the cat out of the bag. Ah, der ist genauso dumm wie der eine aus dem Dschungelcamp, der nur am Grinsen war. Warum grinst der hier die ganze Zeit? So, jetzt müssen wir uns mal konzentrieren bei der Promo. Halt die Schnauze und hör zu. Entschuldige die Unterbrechung deiner Ansprache. Ich unterbreche mal dein kleines Liedchen. Jawohl! Entschuldigung, dass ich dein kleines Liedchen unterbrechen muss, aber ich habe was für Erwachsene zu besprechen. Was wäre es mir lieber gewesen, du wärst nicht rausgekommen. Die Schläge, die du dir gleich abholst, sind eine Schande für dich, für deine Familie und all deine ungeborenen Nachkommen. Und so eine Schande wünsche ich eigentlich keinem, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Ich brauche das Universum nicht. Ich bin der spannendste Superstar. Warum hängst du diesen Beruf nicht an den Nagel? Ich halte dich für weich. Ich halte dich für weich. Jawohl, starke Promo. Ich wollte nur schnell sagen, dass ich immer ein Fan war und deine Arbeit stets zu schätzen wusste. Deine Wohltätigkeitsarbeit, meine ich. Vor dem, was du im Ring so tust, habe ich keinerlei Respekt und ich halte dich für weich.
Hat auch eine gute Leistung. Wenn du so interessiert daran bist, noch ein Name auf der langen Liste von Leuten zu werden, die ich im Ring umgehauen habe, dann hättest du doch nur fragen müssen. Ich habe da kein Problem, gegen dich oder jeden anderen anzutreten, der noch hinten in der Umkleide sitzt. Das brauche ich nicht zu sagen, ich bin der Beste, weil ich bereit bin, das jederzeit gegen jeden unter Beweis zu stellen. Zu gut für diese Scheißstadt. Die Zeit des Redens vorbei. Du scheinst wohl nicht zu wissen, wer ich bin. Ich prügel dich sehr gerne bewusstlos. Was soll das denn? Dein Mund stellt Schecks aus, die dein Körper einfach nicht decken kann. Wenn du einen Kampf gegen mich willst, dann brauchst du doch nur zu fragen. Ich prügel dich sehr gerne bewusstlos. Hätte ich ihn da drücken sollen, bitte? Der labert was vom Kampf und dann gehe ich darauf ein und dann, Joa. Schlechte Promo. Hör mal, du bist hergekommen, hast deinen Text abgespult und dafür respektiere ich dich auch. Tu ich wirklich, du hörst mich an mich selbst, also sag ich dir was, weil ich dich ganz tief drin eigentlich mag. Geh einfach und wir vergessen, dass das je passiert ist. Nö. Bleib noch ein bisschen. Nimm mir, was ich will. Du bist ein Scheißhaufen mit Mikrofon. Das ist wollte ich kämpfen nicht, nur weil du es. Du bist ein Scheißhaufen am Mikrofon. Toll. Ich höre ständig dieses ganze Gerede über den Aufstieg eines neuen Superstars. Die Leute kommen zu mir und sagen, hey, dieser Kerl macht wirklich ganz schön Wellen. Dann komme ich hier raus und sehe nur einen Scheißhaufen mit einem Mikrofon. Toll, ich dachte, ich hätte jetzt die Knallerantwort. Bin ich jetzt in der Promo immer noch hinter dem, nur weil ich einmal Scheiße gedrückt habe. Und das war ja nicht mal so schlecht. Ja, aber Hauptsache er drückt dir was Gutes. Meinst du, ich hätte Angst, gegen dich anzutreten? In meinem Körper gibt es nicht mal eine Spur Angst. Warte nur ab, bis wir unseren Kampf haben. Dann wirst du herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn man vor der ganzen Welt total erniedrigt wird. Es wird dir noch leid tun, dass du deine große Klappe so weit aufgerissen hast, ob es in diesem Ring passiert oder nicht. Ich kriege dich in die Finger und wenn es soweit ist, dann sollst du bereit für Schmerzen sein, die du noch nie leiden musstest. Habe ich das eben schon mal vorgelesen? Ich glaube nicht, oder? Ist schon gerade ganz schön spät. Ich war irgendwie der Meinung, wäre zweimal was Neues gekommen. Toll. Ich konnte diese Promo gar nicht gewinnen. Now that the WWE Universe is pumped, we move into more WWE action coming up next. Unfassbar. Looking at this card, I just gotta rub my hands together and smile. So, was haben wir noch hier so? Hab keinen Bock auf das Match gegen Brock Lesnar. In a match I am sure we will. Up next we have singles action. This should be great. We have one of our breakout talents versus Brock Lesnar. Oh man, I can't wait to see these two go at it. So. Komme ich mal wieder als erstes. Na gut, können wir drücken. Wir werden nicht schweres Wort angegriffen, Mann. So. Da kommt Brock Lesnar, brauchen wir nicht gucken, kennen wir schon. Müssen wir mal schauen, ob wir den heute gepinnt bekommen. Beim letzten Match zwischen uns beiden musste ich ja
einen ja, Countout provozieren, weil er irgendwie nicht zu pinnen ging. Ja, bis jetzt sieht's ganz gut aus. So. Und jetzt geht's wahrscheinlich ab. He's risen to the top of the ranks. What does he have to do to take that final step and become champion? Next stop, number one contender. I'm calling it right now. And after that, champion. Not a doubt in my mind. Ja, komm, ey. Capable of beating anyone with his freakish physique, but he's also capable of using any underhanded tactic he can think of. And now he goes for it a second time. You know, one thing that Brock Lesnar has going for him is that he doesn't ever seem to get tired. Geh mal lieber in den Ring. I mean, the man has as much energy as he has muscle. Warum hilft die dem denn? Vielleicht wollte ich das ja gar nicht, blöde Kuh. Ow, that hurts. Man, look at this. That's right. Just keep going. Repeat, repeat. What a ruthless onslaught to the back. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. Yeah, I wonder what the view's like from up there. Jawohl. Oh, Lesnar can get rattled if you catch him off guard. It's not easy to do, but if you can strike Brock Lesnar when his defenses are down and stun him, sollte ein bisschen mehr heeliger reagieren in den Matches. So if you get that clean shot on him, you better go in for the kill right away before he can fully recover. Nein. Oh, the reversal by Brock Lesnar. He's certainly showing us something new from his repertoire. Scheiße, zu spät wieder. I don't know if we've seen that from him before. I mean, it's definitely a first tonight. This is great. This guy will try anything. Auf sich hinzulehnen, das macht mir Angst. Looks like he's starting to falter. The number one contender is close. Boah, wir, ey. And Michael, this could be the opening he needs to pull ahead. I don't know. There doesn't seem to be a clear-cut winner yet in this one. He saw that one coming. An impressive strike there. Oh, machen wir mal einen neuen Lieblingsmove hier. This is not where he wants to be. Uh-oh. Oh, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation, and you can find yourself in a world of hurt. How will these guys do with absorbing the punishment they're about to receive out here? Na toll. He looks a bit off his game here. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. Would you look at this guy? How many times is he going to do his finisher? It's not working. Move on. I don't know about you guys, but his finisher doesn't seem to be overly effective here tonight, does it? Man hätte mir auch einfach mal so einen Jobber geben können. Das war jetzt so ein Bordellis oder so als Fischfutter vom Pay-Per-View, aber nein, ich krieg Brock Lesnar. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Ja. He's not exactly popping up to his feet here. Wenn ich jetzt hier ausgezählt oder was? Nein, Mann. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Oh. And he fails to connect with anything that time. Man, fuck, man. Some miss, all right. I can feel the breeze all the way over here. He's in full on. Jawohl, den habe ich gekontert. Den habe ich gekontert. What a counter. He anticipated that move perfectly. Brock Lesnar looking worn out now. Guckt euch das an. Der hat immer noch einen gelben Körper, der Typ. At this point, it's hard to say one of these guys is in better shape than the other. This entire match has been so evenly contested. You know, by the looks of things, it just might not be this night. It happens sometimes. Jawohl. Reicht eh noch nicht gegen Brock Lesnar. Nichts wird gegen Brock Lesnar reichen. Ich könnte ihn mit dem LKW überfahren, das wird nicht reichen. Ich könnte mich mit dem LKW auf den draufstellen, der würde trotzdem auskicken.
You're watching Raw, the longest running weekly episodic television program in history. Ah, ich habe jetzt rausgefunden, wie das hier funktioniert. Ah, sehr gut. Learning by doing. Das ist das, was ich hier schon ein paar Mal gefragt habe, falls einer weiß, wie das geht. That may be the first time we've seen that executed. Sehr schön. Das eröffnet mir komplett neue Situationen hier. Also falls auch einer von euch wissen möchte, drückt die X-Taste und dann L2 und R2, dann geht's. Jetzt wird's hart. Jawohl. Ich kann jetzt eigentlich einen Ring werfen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. And he brings the action back inside the ring. Somehow he's kicked it into another gear here tonight. Oh oh. Nein, zu früh, Mann. Scheiße, der hat ein Signature. Nein. Oh ja, ganz toller Comeback-Versuch von mir. Oh. Haben wir. Easy. Na, ganz toll. Jawohl, wieder gekontert. Ja. Dann probieren wir es einfach mal. Reicht das? Reicht das? Es reicht nicht, Mann. Es reicht nicht. Bin ich mal sauer so langsam. Oh, irgendwie Brock Lesnar wird auch sauer. Oh, schön rausfallen. Jawohl. Renn mir schön rein. Oh nein! Nein! Warum ist denn der jetzt angeschlagen, der Typ? Schon zum zweiten Mal hier in dem Match. Ach, jawohl. Er kommt einfach nicht zu seinem Signature. Och Mann. Somehow he's kicked it into another gear here tonight. I don't remember the last time he executed that maneuver. Schon wieder zu spät. Hey. Das tut doch weh. Clearly on a mission here. Few superstars. Und wieder gekontert, Leute.
Oh, jetzt probieren wir es. Das muss es doch jetzt mal gewesen sein hier. Ich pin ihn doch, Mensch. Er kommt schon wieder raus. Er kommt schon wieder raus. Das darf nicht wahr sein. Wenn das jetzt wieder nicht geht, dann lasse ich ihn wieder auszählen. Das mir dann egal. Kein Bock auf ein 45-Minuten-Ironman-Match. Komm, jetzt pin ihn, Mann. Der hat einen dunkelroten Körper und einen roten Kopf. Jawohl. Die harten Geschütze auspacken muss und Androhungen machen muss. So, da werden wir nicht unterbrechen. Keine Beziehungsänderung. Halt den. Nein, das habe ich vergessen. Scheiße. Na gut. So, meine Freunde. Dann schauen wir mal, was uns morgen bei SmackDown erwartet, der letzten Sendung vor Pay-Per-View. Schon wieder ein Match gegen Brock Lesnar. Es ist zum Heulen. Wer will das denn noch sehen hier, Mensch? Aber gut, ändern können wir es sowieso nicht. Folge für heute ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und ruhig wieder was in die Kommentare reinschreiben. Wäre sehr cool von euch. Wer noch kein Abonnent ist, einfach mal auf Abonnieren drücken. Wäre auch eine verdammt coole Aktion. Ich bin an dieser Stelle raus. Freue mich dann morgen auf 12 Uhr, wenn ich euch wiedersehen darf. Macht's gut bis dahin. Lasst euch gut gehen und ciao.